Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Lesung von dem Buch von Karl Theodor Griesinger über die Wirkung der Jesuiten oder des Jesuitenordens von der Gründung bis heute. Ich mache jetzt keine große Einleitung, weil wir haben gerade eben eine Lesung gehabt. Natürlich für euch sind da ein paar Tage zwischen, aber wir sind immer noch am Donnerstagabend, den 21. November, hier zusammen, um die Lesung zu machen. Bruder Michael und Bruder Viktor aus Deutschland, die mich begleiten. Und da Michael gerade eben sagte, dass er das schade findet, dass wir, dass die Lesung schon vorbei ist, habe ich vorgeschlagen, dass wir noch eine zweite Stunde dranhängen. Und deswegen machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir gerade eben aufgehört haben. Wer nicht mehr weiß, wo wir aufgehört haben, der schaue sich die 16. Lesung hier vor an. Jetzt sind wir in der 17. Lesung und wir machen hier weiter über den Gunpowder Plot, also über die Schießpulververschwörung. Ich starte den Film hier wieder von unserer Aufnahme damals aus Code Word Babylon mit passenden Bildern, weil es um dasselbe Thema ging. Und wir lesen weiter auf Seite 211 des Buches von Karl Theodor Griesinger. Zwei Jahre lang nach diesem abschreckenden Schauspiele hielten die Jesuiten Frieden, wenigstens äußerlich. Aber bereits im Jahr 1586 gelang es ihnen, eine neue Verschwörung anzuzetteln und neue Attentäter gegen das Leben Elisabeths zu gewinnen. Es traf sich nämlich, dass Anthony Babington, ein junger Mann von guter Familie aus Dottel, in der Grafschaft Derby in besagtem Jahr eine Reise nach Frankreich machte und dort angekommen, als guter Katholik, der er war, sich verleiten ließ, insgeheim auf einige Zeit in das Kollegium von Reims zu gehen, um da seine Erziehung zu vollenden. Hier lernte er den Pater Ballard kennen, oder Ballard, und wurde bald aufs Innigste mit ihm vertraut. Der Pater aber sprach mit ihm tagtäglich von der unglücklichen Maria Stuart sowie von ihren päpstlich verbürgten Rechten auf den Thron von England. So entzündete er nach und nach in dem Herzen Babingtons, welcher ohnehin eine sehr exaltierter Natur war, eine innige Teilnahme für die gefangene Königin, und wie er ihm noch vollends deren Bildnis, Maria zeichnete sich bekanntlich durch eine entzückende Schönheit, auszeigte, so steigerte sich diese Teilnahme bis zur rasendsten, begeistertsten Liebe. Und da haben wir ja früher in diesem Buch von Griesinger bereits mehr als genug drüber gelesen, zu was Jesuiten und Anverwandte nicht alles fähig sind, wenn sie sich erstmal in die Schönheit einer Frau verguckt haben. War aber die Liebe zu der Gefangenen groß, so war der Hass gegen ihre Unterdrückerin natürlich noch größer. Und da schwur der junge Mann sofort, nicht zu ruhen und zu rasten, als bis die tyrannische Königin Elisabeth ihr Leben durch ihn verloren, als bis die herrliche Maria dem Gefängnis entrissen den Königsthron von England und Schottland zugleich ziere. Mit diesen Gesinnungen im Herzen kehrte Babington nach seiner Heimat zurück. Allein hier scheint seine Leidenschaft etwas abgekühlt worden zu sein, denn er machte durchaus keine Anstalt, sein Vorhaben ins Werk umzusetzen und versäumte es sogar längere Zeit, dem Ballard auch nur Nachricht von sich zu geben. Da wurde dieser ungeduldig und schiffte sich sofort in guter Verkleidung und heimlich nach England ein, um seinen jungen Freund in Dottel zu besuchen. Er ging übrigens nicht allein, sondern er brachte einen gewissen John Savage, einen finsteren Fanatiker, der für den Papismus schwärmte, mit, und in dieser Gesellschaft taute natürlich Babington alsbald wieder auf. Der Vorsatz, die Königin Elisabeth zu ermorden, ward also von Neuem gefasst. Und um den Mord desto sicherer begehen zu können, verbanden sich die drei Verschworenen mit noch 9 anderen, welche alle dem Jesuitenpater einen heiligen Eid darauf ablegten, dass sie eher das Leben lassen, als dieser gerechten Sache den Rücken kehren wollten. Kleine Erklärung, sie schworen einen heiligen Eid auf dem Jesuitenpater. Das wird in römisch-katholischen Zirkeln gemacht durch den Schwur auf die Eucharistie, auf das Jesusbrot, nenne ich es mal, wie sie das in der, was wir als Abendmahl oder Kommunion, besser gesagt, was wir als Kommunion kennen, was bei den Katholiken entstellt wird in der Messe als Eucharistie. Da wird auf diese Eucharistie geschworen, genauso wie es die Jesuiten bei ihrer Gründung 1534 in Paris, wie ihr wisst, auch gemacht hatten.
Dafür aber stellte ihnen auch der Pater das ungemein Verdienstliche ihres Vorhabens mit den wärmsten Worten vor und wurde nicht einen Augenblick lang müßig, sie anzufeuern. »Wenn ihr der Tyrannen Elisabeth«, rief er ihnen zu, »das Leben nehmt, so ist es ebenso anzusehen, als ob ihr einen heidnischen Götzendiener oder einen von Gott verfluchten Abtrünnigen umbrächtet, und ihr begeht damit weder gegen Gott noch die Menschen eine Sünde. Im Gegenteil sichert ihr euch durch diese Tat die Krone der himmlischen Unsterblichkeit und könnt noch überdies, wenn euer Vorhaben gelingt, auf eine glänzende irdische Belohnung rechnen.« Durch solche und ähnliche Reden zum höchsten Fanatismus getrieben, bestimmten die Verschworenen den 24. August als den Tag der Erinnerung an die Bartholomäusnacht zur Ausführung ihres Verbrechens. Allein durch einen Zufall kommt die Regierung zur Kenntnis ihres grässlichen Vorhabens und man ergreift sie alle ohne Ausnahme, also auch den Jesuiten Ballard. Sofort macht man ihnen den Prozess, verurteilt sie zum Tode und richtet sie am 1. Oktober auf dieselbe barbarische Weise hin wie 2 Jahre vorher den William Perry. Doch ihre Hinrichtung ist noch das Geringste. Aber weil sie in ihren Verhören eingestanden haben, dass sie die gefangene Maria um das Vorhaben gewusst und damit einverstanden gewesen sei, so macht man auch dieser unglücklichen Fürstin den Prozess und auf Befehl des Parlaments wird sie am 8. Februar 1587 enthauptet. Man hätte nun glauben sollen, die Söhne Loyolas werden jetzt, nachdem diese verschiedenen Mordversuche kein anderes Resultat gehabt, als die Attentäter sämtlich aufs Schafott zu führen, jeden weiteren Versuch, die Königin Elisabeth zum Thron und Leben zu bringen, um Thron und Leben zu bringen, aufgegeben haben. Allein gerade umgekehrt. Jetzt waren sie erst recht wütend, jetzt waren sie erst richtig motiviert und darum setzten sie alle Hebel in Bewegung, um ihren Zweck zu erreichen. Auf ihr Zureden rüstete also König Philipp II. Von Spanien anno 1588, das ist wieder eine falsche Datumsangabe hier, ich muss das mal eben berichtigen, ja, wir sind im 16. Jahrhundert, es ist 1588, auf ihr Zureden rüstete also König Philipp II. Von Spanien anno 1588 jene grandiose Armada aus, mit welcher er, die Gewässer des Ozeans hatten noch nie eine solche Flotte gesehen, England ohne viel Mühe zu erobern gedachte. Und zu gleicher Zeit donnerte Papst Sixtus V. eine neue Bannbulle gegen Elisabeth, in welcher er nicht nur sie selbst als eine Ketzerin und Bastardin des Throns für unwürdig erklärte und ihre Absetzung dekretierte, sondern auch jedweden ermächtigte, Hand an sie zu legen und sie dem König Philipp als dem Haupt der Katholiken oder der Katholischen gefangen oder tot zu überliefern. Ja? Also König Philipp von Spanien als Haupt der Katholischen gefangen oder tot zu überliefern. Allein die Armada, die Unüberwindliche, wie man sie im Übermut nannte, scheiterte im Sturm an den Kreidenfelsen Englands. Und die päpstlichen Blitze verrauchten an der Zuneigung der Engländer zu ihrer Königin, ohne den geringsten Schaden hervorzubringen. Nun griffen die Jesuiten wieder zu ihrer alten Mordpraktik. Und es gelang anno 1592 dem Pater Holte, einen Niederländer mit Namen Patrick Cullen, so zu bearbeiten, dass er auf die Hostie schwur, die Usurpatorin Elisabeth aus dem Leben zu räumen. Doch auch sein Vorhaben missglückte, indem er, kaum auf englischem Boden angekommen, ergriffen und hingerichtet wurde. Nicht besser erging es den beiden Verschwörern Williams und York, welche derselbe Jesuitenpater anno 1594 für das Mordunternehmen gewann, und sterbend verfluchten sie den, der sie zu dem blutigen Beginnen aufgehetzt. Der letzte der Attentäter war Edward Esquire, welchen der Jesuit Richard Maupot
selbst das Gift reichte, mit dem er die englische Königin aus der Welt schaffen sollte. Er endigte jedoch ebenfalls, gleich allen seinen Vorgängern, auf dem Blutgerüste, während sein Verführer, der ehrwürdige Pater, auf spanischem Grund und Boden, wohin er sich geflüchtet, in aller Gemütsruhe der Torheit sich abfassen zu lassen, spottete. Endlich starb Elisabeth am 24. März 1603, nachdem sie noch kurz vorher am 15. November 1602 ein scharfes Edikt gegen die Jesuiten als die Urheber sämtlicher gegen sie gerichteter Mordversuche erlassen und dieselben nebst ihren Gesinnungsgenossen in allen ihren Reichen auf ewige Zeiten für vogelfrei erklärt hatte. Der Jubel unter den Söhnen Loyolas war natürlich groß, als sie die Todesnachricht erhielten. Denn mit Elisabeth starb, wie sie wähnten, das Haupthindernis ihrer Ausbreitung in England. Überdem durfte man nicht von dem neuen Könige, von Jakob I., den wir als King James von der Bibel kennen, dem Sohne der Maria Stuart hoffen, dass er die Katholiken sowie insbesondere die Mitglieder der Sozietät Jesu, welche so viel für seine unglückliche Mutter getan, beschützen und als seine liebsten Freunde behandeln werde? Haha, freilich bekannte sich derselbe zur protestantischen Religion, zu derselben, welcher seine schottischen Untertanen angehörten. Und er zeichnete sich sogar durch eine große Belesenheit in der Heiligen Schrift aus. Da seht ihr, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu kennen. Allein die Jesuiten meinten, es sei dies eine bloße Maske, die der Sohn der enthaupteten Maria nur deswegen angenommen habe, um die Throne von Schottland und England nicht zu verscherzen. Und diese Maske, hofften sie, werde er derselbe also bald abwerfen, sobald er sich die beiden Kronen aufs Haupt gesetzt habe. Ja? Der König Jakobus, über den wir hier sprechen, war der 6. König von Schottland und der 1. von England. Deswegen sprechen wir von King James I im Englischen, aber King James VI of Scotland. Ja? Sie hofften dies umso mehr, als Jakob I. von England halt sich durch eine gewisse Trägheit des Charakters auszeichnete, die ihn oft und viel zum bloßen Spielball seiner Umgebung machte. Und sie warteten daher mit Schmerzen auf die ersten Regierungshandlungen des neuen Monarchen. Diese fielen übrigens keineswegs so aus, wie sie sich's gedacht hatten. Denn obwohl den Katholiken durch ein als Gesetz erschienenes Dekret sofort vollständige Duldung zugesagt und einigen noch unter Elisabeth zu harter Gefangenschaft verurteilten Verschwörern Pardon erteilt wurde, so erklärte Jakob dagegen auf den Rat seines einflussreichen Ministers Robert Cecil, Grafen von Salisbury, zu gleicher Zeit auch, dass den Jesuiten nach wie vor England verschlossen bleiben und an den Verordnungen Elisabeths gegen sie nichts geändert werden sollte. Kein Punkt und Komma wird in der Regel gegen die Jesuiten geändert. Sohn schied. Hiervon ließ sich der Monarch auch durch gar nichts abbringen. Und zwar vor allem aus dem Grund, weil er, der bei seinem ruhigen Temperament den Frieden über alles liebte, fest überzeugt war, dass er nur durch Verschwörungen und Empörungen von seinen Reichen fernhalten könne, wenn er die Jesuiten fernhalte. Also er hat aus der Vergangenheit gelernt und wusste, dass wenn man die Jesuiten hereinlässt, dass man sich den Krebs, der das Land tötet, in das Land holt. Davon war er fest überzeugt und er liebte den Frieden. Er kannte mit anderen Worten mehr oder weniger den Eid der Jesuiten, die in friedvolle Länder gehen, um dort Zwietracht zu sehen und diese Länder in Krieg zu treiben. Das war nun ein arger Strich durch die Rechnung der Söhne Loyolas und eben deswegen kannte auch ihre Wut keine Grenzen. Sie beschlossen also, sich zu rächen, und zwar auf eine Weise zu rächen, wie noch nie in der Weltgeschichte erhört worden ist. Sie beschlossen, den König zugleich mit seiner ganzen Familie, ja zugleich mit den sämtlichen Häuptern des Protestantismus in England, auf einen Schlag zu vernichten. Vor allem handelte es sich darum, sich in England selbst eine Partei zu schaffen, welche die erste Verwirrung nach der großen Mordszene dazu benutzte,
um mit den Waffen in der Hand die Protestanten niederzuwerfen. Sodann musste ein Thronprätendent gefunden werden, welcher neben dem, dass er dem Katholizismus huldigte, wenigstens einen Schein des Rechts für sich hatte. Endlich hatte man die Männer ausfindig gemacht, die fähig waren, ein so furchtbares Unternehmen als das Beabsichtigte in Ausführung zu bringen. Und derartige Männer findet man bekanntlich nicht auf der Straße. Es lag also viel und schwierige, ja sehr viel und sehr schwierige Arbeit vor. Und deshalb wurde beschlossen, es solle der Vorstand, der Dirigent der designierten englischen Provinz, der Provinzial Heinrich Garnett oder Henry Garnett, sich selbst in Person sowie begleitet von nur ganz auserlesenen Ordensmitgliedern auf den Schauplatz der Tat begeben, denn man wollte es um jeden Preis vermeiden, dass ein Unschick, also Unglück, vorkomme. Henry Garnett wählte sich also jene Leute aus, unter denen sich besonders des Paters Oswald Tesmond, Johann Gerard und P. Oldicon auszeichneten, und reiste sofort mit ihnen nach der britischen Insel ab. Sie reisten aber nicht zusammen in Kompanie, sondern jeder ging einzeln, um kein Aufsehen zu erregen. Sie reisten auch nicht in jesuitischer Kleidung oder gar unter eigenem Namen, sondern der eine gab sich für einen Kaufmann, der andere für einen Handwerker, der dritte und vierte für einen alten Soldaten oder was ihm sonst passte aus. Und was ihren Namen anbelangt, so hieß sich Oldicon Hall, Gerard, heute Brooke und morgen Lee, Tesmond sowohl Greenwell als Greenwood, Garnett aber bald Wally oder Darcy, bald Roberts, bald Farmer, bald Henry, bald Phillips. In England angekommen, begaben sie sich zu denjenigen Katholiken, welche ihnen durch ihre Spione schon früher als die eifrigsten bezeichnet worden waren. Und von ihnen bekamen sie dann wieder Adressen an andere Familien, denen man in politischer wie religiöser Beziehung trauen konnte. So wurde nach und nach fast der ganze katholisch gebliebene Teil Englands von ihnen insgeheim, vor den Protestanten taten sie, als ob sie die eifrigsten Puritaner wären, besucht. Und überall lehrten sie, wie ein der Ketzerei ergebener König kein rechtmäßiger sein und von seinen Untertanen keinen Gehorsam fordern könne. Überdem aber, setzten sie hinzu, sei der König Jakob I. nicht einmal von legitimer Geburt, oder es lasse sich wenigstens stark an derselben zweifeln, und somit wäre es, um es mit einem Worte zu sagen, ein in jeglicher Beziehung verdienstliches Werk, denselben als einen Ketzer und Usurpator aus dem Weg zu räumen. Hierbei blieben jedoch die Söhne Loyolas nicht stehen, sondern sie bezeichneten auch die Persönlichkeit, welche allein das Recht habe, den englischen Thron zu besteigen, und zwar galt ihnen als solche Arabella Stuart, eine Tochter des Grafen Lennox, dessen Ältermutter unmittelbar von König Heinrich VII. Abstammte. Auch willigte die schöne Arabella ein, die Krone aus der Hand der Jesuiten anzunehmen, und es handelte sich also nur noch darum, den Thron vakant zu machen, also frei zu machen, damit die jesuitische Kandidatin denselben besteigen könne. Mit anderen Worten, jetzt galt es, die richtigen Männer zu finden, um den König Jakob zugleich mit seiner ganzen Familie und den Häuptern der protestantischen Partei aus dem Wege zu räumen. Und der schwierigste Teil der schwierigen Aufgabe blieb also noch zu lösen übrig. Er wurde aber gelöst und schließlich auf eine Weise, welche den Söhnen Loyolas alle Ehre machte. Schon früher hatte der Provinzial Henry Garnett auf dem Festlande den Robert Gatsby, einen guten englischen Katholiken und zugleich einen Edelmann aus einer angesehenen Familie, kennengelernt. Und es war ihm damals nicht entgangen, dass dieser Gatsby schon aus Ehrgeiz, um eine höhere Stellung im Staate einzunehmen, nicht abgeneigt sein konnte, die jetzige Ordnung der Dinge in England umzustürzen. An ihn also wandte er sich, sobald er die britische Insel erreicht hatte, abermalen, und ihre geheimen Unterredungen führten bald dazu, dass der Edelmann sich bereit erklärte, das furchtbare Wagnis zu bestehen. Er jedoch für sich allein war dazu nicht fähig, sondern es mussten Helfershelfer gefunden werden.
natürlich übrigens Helfers Helfer, auf deren eisernen Willen sowie auf deren Kraft und Kühnheit ebenso gut gerechnet werden durfte, als auf deren unbedingte Verschwiegenheit und Begeisterung für die Sache, also Fanatismus. Man musste also in der Auswahl äußerst vorsichtig sein. Und weil sich deshalb Gatsby immer vorher mit Garnett und den anderen oben genannten Jesuitenpatres beriet, ehe er einen neuen Mitverschworenen gewann oder ihm auch nur die ersten Mitteilungen machte, so währte es bis tief in das Jahr 1604 hinein, bis das Dutzend, dessen man bedurfte, voll war. Ihre Namen sind folgende. Bevor wir da jetzt eben lesen, die Namen, möchte ich eine kurze Bemerkung machen. Es dauerte bis in das Jahr 1604 hinein. Zum Ende des Jahres 1604 hatte König Jakobus, von dem wir hier ja lesen, dass ihm der Anschlag gelten soll, es geschafft, eine Kommission zusammenzustellen, die an drei verschiedenen Orten 6 Gruppen in total bildete und jede Gruppe von 9 Personen besetzt war, die zusammengestellt wurden, um die Originalschriften im masoretischen Text aus dem Alten Testament und dem Textus Receptus im Neuen Testament auf Basis der alten Bibel von Tyndale, der English Bible, wie sie damals hieß, diese originalen Texte zu nehmen und dafür zu sorgen, eine Bibel im Englischen zu erstellen, die 100% auf originalen Texten, masoretisch im Alten und Textus Receptus im Neuen Testament, beruhte. Diese Arbeitsgruppe, die an 3 verschiedenen Plätzen aufgeteilt ist, ich kann jetzt auswendig nicht sagen, ich meine, es war Oxford, Cambridge und noch ein anderer Platz, an jedem Platz waren 2 Gruppen von jeweils 9 Personen, in total 54 Personen, die sich damit befassten, diese Bibel zu übersetzen. Das ist in Wirkung gegangen Ende 1604, ungefähr November 1604, Dezember 1604, wurde diese Kommission in Arbeit gesetzt, um dafür zu sorgen, um England mit einer 100% korrekten Bibel zu versehen. Diese Bibel nennen wir heute die 1611 autorisierte Version der König Jakobus Bibel, also 1611 Authorized Version of the King James Bible. Natürlich nehme ich jetzt vorweg, was passiert. Wenn dieser Anschlag, der hier geplant war, gelungen wäre, dann würden wir heute diese Bibel nicht haben. Wie sehr die Jesuiten diese Bibel hassen, die König James Bibel und vor allen Dingen die zugrunde liegenden Texte, das wird daraus deutlich, wenn wir ersehen, dass die Bibel 1611 fertig erstellt wurde, dass aber die Jesuiten ihre eigene Bibel 1609 bereits veröffentlicht hatten, die man die Douay-Rheims-Bibel nennt. Und wir haben ja bereits in der Lesung hier gelernt, dass in Douay und Reims in Frankreich, in den Städten, Kollegien waren von den Jesuiten, die Engländer ausgebildet haben, um diese subversiven Aktivitäten in England selbst zu unternehmen. Und aus diesen beiden Städten, Douay und Reims, kommt die Douay-Rheims-Bibel von 1609, 2 Jahre erschienen vor der 1611 König-James-Bibel. Und natürlich wussten die Jesuiten von diesem Bibelkomitee, das der König erstellt hatte. Ob der Autor das jetzt hier auch noch erwähnt, weiß ich nicht. Bevor er es nicht erwähnt, weil ich habe das Buch ja nicht vorher gelesen, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Grund war, um mit dem Plan, der bis jetzt ja schon einige Jahre vorher, wie ihr gesehen habt, geplant war, mit diesem Plan fortzufahren und sicherlich davon abzuweichen. Weil was für eine Gefahr für den Katholizismus, was für eine Gefahr für den Papst, was für eine Gefahr, dass England nie wieder unter die Fittiche des Papstes zurückkehren würde, wenn jemals diese einzige wahre Bibel in englischer Sprache veröffentlicht werden würde. Das konnte man auf gar keinen Fall zulassen. Und das müssen wir ganz dringend auch berücksichtigen in dieser Lesung. Das ist mit ein Grund, wenn nicht der Hauptgrund, für diesen Gunpowder-Plot auch. Dafür zu sorgen, dass England niemals das Licht Gottes sehen wird, das sich in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, ihm offenbart. Ihre Namen sind also folgende: Thomas Percy,
Ein junger Wüstling, der kühn bis zur Verwegenheit aus der berühmten Familie der Grafen von Northumberland. Thomas und Robert Winter, zwei Brüder, die unter Elisabeths Regierung ihres katholischen Glaubens wegen harte Verfolgungen erlitten hatten. Guy Fawkes, ein wilder Soldat, ehemals Offizier in spanischen Diensten, dessen narbenvolles Gesicht von seinen früheren Taten Zeugnis ablegte. Francis Tresham und Ambrose Rookwood, beide von edlem Geblüt und dem Catesby eng befreundet. Eberhard Digby, ein Mann von bedeutendem Vermögen und großen Gaben, der sich aber über die Zurücksetzung, die er als Katholik erfahren musste, tief gekränkt fühlte. Robert Keyes, Christoph Wright und John Grant, alle frei von ähnlichem Ehrgeiz gequält. Ähnlich Tom Bates, war zwar nur der bediente Gatsbys, aber ein überaus kluger und toll dreister Kamerad, den man schon deswegen einweihen musste, weil er das Geheimnis seines Herrn gleich von Anfang an erriet. Doch fand es Gatsby für gut, ihn vor der förmlichen Aufnahme ins Komplott wegen seiner hie und da aufsteigenden Gewissensskrupel von dem Pater Oswald Desmond noch besonders bearbeiten zu lassen, und aus dessen Händen ging er auch wirklich als eines der brauchbarsten und fähigsten Mitglieder der Verschwörung hervor. Das waren die Männer, welche Gatsby nach und nach für seinen Mordplan gewann, ohne ihnen jedoch gleich am Anfang das Wie und Wenn mitzuteilen. Ja, also man kriegt immer nur so viel gesagt, wie man unbedingt wissen muss. Ja. Kompartimentalisation nennt man so etwas. Ja, oder Need to Know. Need to Know, ja, das ist dann wieder ein englischer Ausdruck. Ich habe versucht, das in Deutsch zu sagen, aber natürlich, hast du recht, ja. Nur das zu wissen, was man also wirklich wissen muss, oder nur das mitgeteilt zu bekommen, was man wirklich wissen muss, ja. Sondern sich dieses für eine spätere Zeit vorbehaltend. Endlich aber, gegen das Ende des Jahres 1604, hielt er sie für reif hierzu und er berief sie also in einer dunklen Nacht des Novembers zu sich in seiner Wohnung, wo ihrer, außer ihm, die Patris Garnett und Gerard bereits warteten. Das erste war, dass sie alle dem Pater Gerard beichteten und demselben während der Erteilung des Abendmahls folgenden Eidschwur nachsprachen. Zitat: Ich schwöre im Namen der heiligen Dreifaltigkeit und des Sakramentes, ja, Eucharistie, welches ich zu empfangen im Begriffe bin, dass ich weder mittel- noch unmittelbar, weder durch Worte noch auf andere Weise je etwas von dem, was mir bereits anvertraut worden oder erst anvertraut werden wird, entdecken werde. Ich schwöre, dass ich ohne Bewilligung meiner Mitbeteiligten von der Ausführung unseres Vorhabens nie abstehen will. Ich schwöre endlich, dass ich bereit bin für die allein selig machende Religion und für das, was mir deren Priester befehlen, mein Leben und meine gefundenen Glieder zu opfern. Ende Zitat. Wenn jemand nochmal über diesen Schwur und was der jetzt genau bedeutet nachdenken möchte, dann rate ich ihm an, das mal kurz das Video hier auf Pause zu setzen und das einmal eben nochmal in Ruhe durchzulesen, was ich hier gerade vorgelesen habe. Es ist ganz, ganz deutlich, wie doppelsinnig das hier ist und sicher, wie doppelsinnig das hier im Verständnis der Bibel auch ist. Wir dürfen nie vergessen, dass wir immer alles an die Bibel messen. Ja? Auch das, was wir hier lesen. Ganz, ganz wichtig. Ich schwöre im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, also der Trinität, das ist eine babylonische Lehre, und des Sakraments der Eucharistie, welches ich zu empfangen im Begriffe bin, das ist also die Transsubstantiation, der Hokuspokus der römisch-katholischen Kirche, um durch die Worte hoc est corpus enim meum, Jesus Christus aus dem Himmel in dieses Brot der Transsubstantiation, diese Hostie, zu verwenden. Und in dieser Hostie, in diesem Brot, ist durch diese feierlichen Worte der römisch-katholischen Kirche, zwischen Anführungszeichen feierlich, das Brot verändert in den Leib und die Seele, in das Fleisch und das Blut und in die Göttlichkeit und in die Menschlichkeit unseres Herrn Jesu Christi.
dass ich weder mittel- noch unmittelbar, weder durch Worte noch auf andere Weise je etwas von dem, was mir bereits anvertraut worden oder erst anvertraut werden wird, entdecken werde. Ich schwöre, dass ich ohne Bewilligung meiner Mitbeteiligten von der Ausführung unseres Vorhabens nie abstehen werde. Ich schwöre endlich, also schließlich, dass ich bereit bin für die allein selig machende Religion. Das ist das Dogma der römisch-katholischen Kirche. Außerhalb ihrer gibt es keine Errettung. Erlösung ist nur in der römisch-katholischen Kirche zu finden. Das wird noch einmal benachdruckt in der päpstlichen Bulle Unam Sanctam von 1302 durch Papst Boniface VIII, in der steht, dass es für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur unerlässlich ist, um Subjekt des römischen Pontiffs zu sein. Also die allein selig machende Religion, die römisch-katholische Religion, nicht die Bibel, nicht Jesus Christus, nein, 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 selig macht nur die Kirche und für das, was mir deren Priester befehlen, mein Leben und meine gesunden Glieder zu opfern. Jetzt habe ich es dann doch ein wenig besprochen. Aber wie gesagt, pausiert es und lest es selbst, wenn euch das zu schnell geht. Wir fahren fort. Nachdem nun sämtliche Zwölfe, was für ein Zufall, dass das hier Zwölf sind, genau wie die Zwölf Apostel, Gatsby als der Anführer zuerst den Eid geleistet, ging der Letztere daran, seinen Plan der Versammlung vorzulegen, und er tat es, trotz der Ungeheuerlichkeit desselben, mit einer Ruhe und Sicherheit, dass man nicht genug darüber staunen kann. »Man kann«, sagte er, »den König auf 100 verschiedene Arten aus dem Weg räumen. Allein, was haben wir damit gewonnen, wenn wir den Prinzen von Wales, seinen Erstgeborenen, den Herzog von York, seinen zweiten Sohn sowie seine Gattin und Tochter am Leben lassen? Über dem bliebe, wenn auch diese alle tot wären, ein Parlament, welches uns mit der entschiedensten Entschlossenheit entgegentreten würde.« Es blieben alle die mächtigen Lords und Barone, denen wir, wenn sie sich an die Spitze der Protestanten stellten, nicht lange zu widerstehen vermöchten. Einen gewissen, einen sicheren Erfolg können wir uns also nur versprechen, wenn wir die sämtlichen Genannten mit einem Streiche aus der Welt schaffen. Mit einem Streiche aus der Welt schaffen! Und um ein solch großes Unternehmen durchzuführen, ist es wahrlich notwendig, dass wir alle wie ein Mann handeln. Monolithic Conspiracy von John F. Kennedy, 1961 genannt. Die monolithische Verschwörung, dass wir wie ein Mann handeln. Etwas, was nur auf den Orden der Jesuiten zutreffend ist. Ihr seht mich nun staunend an und fragt, wie es denn möglich sein werde, einen so großen Streich zu führen. Ich aber erwidere euch, es ist dadurch möglich, dass wir unter dem Parlamentshause eine große Mine graben und diese Mine bis oben auf mit Pulver auffüllen. Wird dann das Parlament durch den König, der dabei immer von seiner Familie begleitet erscheint, in Person eröffnet, so zünden wir die Mine an. Und es werden sofort der König, die königliche Familie und die sämtlichen Parlamentsmitglieder unter den Trümmern des Palastes begraben. Das war der Plan Gatsbys. Und gewisslich hatte noch nie ein Menschenhirn eine furchtbare Mordidee ersonnen. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, wir sprechen hier vom Jahr 1605, wo das stattfindet. Bis zu dem Zeitpunkt hat noch nie eine menschliche Seele eine furchtbare Mordidee ersonnen. Wie erfindungsreich die Leute inzwischen im 20. und 21. Jahrhundert wurden, erkennt man daran, wenn wir uns mal eben Dinge in die Erinnerung rufen, die 1995 passiert sind, wo sie einen sicheren Timothy McVeigh für verhaftet haben, nämlich für das Oklahoma-Bomben, für den Oklahoma-Bombenanschlag. Und natürlich nicht zu vergessen, der 11. September 2001. Da wurden ganze Gebäude gesprengt und das Leben von Tausenden von Menschen in Kauf genommen, um die Mittel der Jesuiten zu erreichen, um die Ziele zu erreichen, weil der Zweck heiligt die Mittel. In den abgelaufenen 400 Jahren, um es darauf zu begrenzen, hat sich also gar nichts geändert.
Der Gunpowder-Plot, die Schießpulververschwörung, von der wir hier reden, war die erste massale Verschwörung gegen eine ganze Regierung in einer Reihe von Verschwörungen im Laufe der Jahrhunderte, die dann folgen würden. Weil im Grunde ist ja der 11. September 2001 auch nichts anderes als eine Verschwörung gegen die Regierung, obwohl die Regierung daran selbst mitgewirkt hat. Das muss man erstmal verstehen. Es geht schlussendlich ja darum, um die Regierung aus dem Weg zu räumen und eine katholisch gesinnte Regierung an dessen Stelle zu setzen. Eine offiziell katholische Regierung. Was das amerikanische Volk bis heute nicht verstanden hat, ist, dass die Regierung, die seit 1776 an der Macht ist, mit einigen Ausnahmen, die ermordet wurden, immer katholisch gesinnt war. Wenn sie das begreifen, dann wird es zu spät sein und die Inquisition wird über das Land gefallen sein. Aber wir lesen hier über diese erste monströse Verschwörung, wie sie die Welt vorher noch nie gesehen hat. Die erste, und seitdem ist alles nur mehr oder weniger Wiederholung. Habt ihr beiden vielleicht irgendeine Bemerkung zu dem bisher Gelesenen, Gesagten, bevor ich fortfahre in der Lesung, Michael, Viktor? Nee, dann werde ich mal fortfahren. Eben aber wegen der Furchtbarkeit des Gedankens, fährt der Autor fort, eben aber wegen der Furchtbarkeit des Gedankens, wo bin ich denn hier? Ich habe jetzt meine Reihe verloren hier. Herrschte auch unter den 11 Eingeladenen für den Anfang, als Gatsby geendet, die tiefste Stille und man hörte nur ihr tiefes Atemholen. Also mit anderen Worten, ihn hat's die Worte verschlagen. Da erhob sich Guy Fawkes, trat dem Gatsby mit funkelnden Augen entgegen und schüttelte ihm stumm die rechte Hand. Ebenso taten es dann noch mehrere andere, zum Zeichen, dass sie mit dem großartigen Vorhaben, trotz seiner Schrecklichkeit, vollkommen einverstanden seien. Einige jedoch zauderten, als ob sie Gewissensskrupel hätten, und einer von ihnen, Thomas Winter, wagte es schließlich, diesen Skrupeln Worte zu verleihen. Unter den Lords und sonstigen Mitgliedern des Parlaments, sagte er, sind auch mehrere, welche unserem, dem alleinselig machenden Glauben angehören, und dasselbe ist der Fall bei den Tausenden von Zuschauern, welche gewöhnlich das Schauspiel einer Parlamentseröffnung herbeigelockt und von denen natürlich gar viele bei der Sprengung des Palastes ihr Leben lassen müssen. Dürfen wir nun die große Sünde auf uns laden, unsere eigenen Glaubensbrüder zu töten, und zwar ungewarnt zu töten, so dass sie ohne Beichte und Absolution dahinfahren? Auf diesen Einwurf war Gatsby nicht gefasst und er entgegnete daher auch nichts darauf. Der Vater Provinzial aber, das ist Henry Garnett, also Heinrich Garnett, dessen Aussprüche für alle Katholiken Englands die Geltung von Orakeln hatten, ergriff augenblicklich das Wort und erklärte ohne Zaudern, dass die Skrupel des Thomas Winter gar keine Berechtigung hätten. In einer belagerten Festung befänden sich, so lautete seine Erläuterung, immer auch etliche Freunde der Belagerer, welche von dem Belagerungsgeschütz Not litten. Aber deswegen höre man doch nicht auf zu schießen, und ebenso wenig scheue man sich vor seinem Sturme. Gatsbys Plan sei also unbedingt anzunehmen. Denn da derselbe der katholischen Partei zum Vorteil gereiche und von der Sprengung des Parlamentspalastes ebenfalls eine größere Anzahl von Ketzern als von Rechtgläubigen betroffen würden, so würde man mit Fug und Recht alle zusammen dem Verderben weihen. Mit anderen Worten, der Zweck heiligt die Mittel. Durch diesen Ausspruch Garnets wurden alle Bedenken gehoben. Und jeder der Anwesenden gab sofort dem Gatsby die Hand darauf, dass er ganz und gar mit ihm übereinstimmte. Dieser aber entwickelte darauf seinen Plan des Näheren und unterrichtete sie auch namentlich über den Ort, von wo aus die Mine angelegt werden könne.
Kurz, es wurde in jener Nacht alles abgemacht, was zur Ausführung des grässlichen Mordplans, er ist in der Geschichte meist nur unter dem Namen die Pulververschwörung bekannt, gehörte. Und ehe sie sich gegen Morgen trennten, da feuerte sie der Provinzial schließlich noch durch eine heiße Anrede an, ihren neu übernommenen Pflichten getreulichst nachzukommen. Zuletzt betete er mit ihnen und segnete sie. Ihre Feinde aber verfluchte er bis in die unterste Hölle und schloss damit, dass er, die Worte sind in den Akten niedergelegt, seine Hände zum Himmel erhebend ausrief: Gott vernichte eine treulose Nation, vernichte sie von der Erde der Lebendigen, damit wir voller Freudigkeit Jesus Christus das ihm gebührende Lob darbringen können. Wenn der Autor hier sagt, die Worte sind in den Akten niedergelegt, dann kann ich jedem englischsprachigen Zuhörer und Zuschauer nur anraten, das hier laufende Video sich anzuschauen und den zweiten Teil davon auch, wo wir in dem zweiten Teil in Cold War Babylon die Gerichtsakten von Henry Garnett studieren werden. Und eben diese Details, die wir hier gerade gehört haben, ans Licht kommen. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, wie weit wir in der Aufnahme sind. 40 Minuten, okay. Das Erste, was nun geschah, war, dass Thomas Percy nach Gatsbys Anordnung ein gewisses Haus mietete, welches der Eigentümer schon seit längerer Zeit ausgeschrieben hatte, ohne, es befand sich in einem ziemlich verwahrlosten Zustande, einen Liebhaber zu demselben zu finden. Er mietete es aber nicht sowohl seinen Räumlichkeiten als seiner Lage wegen. Denn der hinter demselben befindliche kleine Garten, den eine so hohe Mauer umgab, dass kein Blick der Neugierde hereindringen konnte, grenzte an den Hof des Palastes von Westminster. Und in diesem Palaste versammelte sich das Parlament. Kaum hatte sich übrigens Percy in den Besitz des besagten Hauses gesetzt, so zogen die anderen Verschworenen sämtlich zu ihm. Doch taten sie dies nicht offen vor aller Welt, sondern ganz heimlich, so dass es niemand merkte und sogar die nächsten Nachbarn darauf geschworen hätten, nur allein Percy mit seinem Bedienten, diesen spielte Tom Bates, wohne darin. Interessant, dass der Bediente hier Bates heißt, ne? Da denke ich an das Hotel vom Psycho. Ebenso heimlich wurden die nötigen Lebensmittel ins Haus geschafft. Denn für so viele Männer reichte natürlich das nicht aus, was sich Percy und sein Diener, satt essen konnten. Und ein tägliches zu viel hätte natürlich mit der Zeit auffallen müssen. Am allersorgfältigsten aber verbarg man die Beischaffung der Hacken, Schaufeln, Brechstangen und ähnlichen Instrumente, deren man zur Grabung der Mine bedurfte. Und es vergingen mehrere Wochen, bis man mit allen Vorbereitungen zu Ende kam. Endlich, in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember begann man mit der Arbeit, und die 12 Männer taten von nun an sich gegenseitig von Stunde zu Stunde ablösen, Tag und Nacht ihr Möglichstes. Sie hatten aber auch eine schwere Aufgabe, denn das Parlament sollte am 7. Februar 1605 eröffnet werden. Und wenn sie die Mine bis dahin nicht fertig brachten, so schlug ihr ganzes Unternehmen fehl. Ein Glück also für sie, dass das Erdreich im Garten meist aus lockerem Boden bestand, der ihren Hacken und Schaufeln keinen harten Widerstand bereitete. Und ein ferneres Glück, dass sie nur selten wegen Störung von außen durch mögliche Horcher im Graben innehalten mussten. Trotzdem wollten sie, als sie an die ungemein starken Grundmauern des Westminster-Palastes kamen, deren Durchbrechung ihnen, ihrer schlechten Werkzeuge wegen, weit mehr zu schaffen machte, als sie sich ursprünglich gedacht hatten, schier verzweifeln und dachten bereits daran, die ganze Sache aufzugeben, als sie zu ihrer unaussprechlichen Freude erfuhren, die Eröffnung des Parlaments sei auf unbestimmte Zeit, also jedenfalls auf mehrere Monate, hinausgeschoben. Jetzt arbeiteten sie mit erneutem Eifer. Und bis zum März war die 9 Schuh dicke Mauer bis auf eine dünne Scheidewand durchbrochen. Allein, wie sie sich eben daran machten, auch dieses vollends zu entfernen, Himmel und Erde, was hörten sie jetzt? Laute Stimmen von der anderen Seite her,
so dass ihnen kein Zweifel blieb, man habe ihr Geheimnis entdeckt. Augenblicklich verließen sie die Mine und eilten ihrem Hause zu, um sich mit Waffen zu versehen, denn sie wollten ihr Leben wenigstens so teuer als möglich verkaufen. Nur Guy Fawkes, der verwegenste und zugleich kaltblütigste von allen, blieb zurück und hatte sogar die Kühnheit, seinen Kopf durch eine bereits entstandene Mauerlücke zu stecken, um zu sehen, was auf der anderen Seite vorgehe. Und was sah und hörte er nun? Wahrhaftig, ganz und gar nichts Beängstigendes, sondern eher etwas, was ihn mit Freude erfüllen musste. Jenseits der Mauer befand sich nämlich ein großer Keller, der sich gerade unter dem Sitzungssaale der Kammer des Lords hinzog. Und diesen Keller hatte ein Holz- und Kohlenhändler gemietet. Weil aber der Händler soeben gestorben war, so ließen dessen Erben das Brennmaterial fortschaffen, um die Kellermiete nicht länger bezahlen zu müssen. Natürlich versäumte Fawkes keinen Augenblick, seine Mitverschworenen aus ihrer unnötigen Angst zu reißen, und diese sahen alsbald ein, dass sie aus dem Faktum, das sie soeben erfahren, großen Nutzen für sich selbst ziehen konnten. Dieser aber bestand darin, dass Percy sofort beauftragt, in aller Eile den Keller zu mieten und den Erben die sämtlichen Holz- und Kohlenvorräte abzukaufen, diesen Auftrag glücklich in Ausführung brachte. Denn nun besaßen sie ein großes Gewölbe unter der Kammer des Percy, und in dieses konnten sie vermittels ihres Minengangs so viel Pulver bringen, als sie nur wollten, ohne dass irgendjemand es auch jemals nur bemerkte. Solches geschah denn auch in der Tat, und sie schleppten nach und nach nicht weniger als 36 mit Pulver gefüllte Fässer, also über genug Sprengmaterial, um den Westminster-Palast mit seiner ganzen Umgebung in die Luft fliegen zu lassen, in den Keller. Diese Fässer aber überdeckten sie so kunstreich mit Holz, Reiffachbündeln und Kohlen, dass durchaus kein Verdacht entstehen konnte, wenn es auch jemandem gelungen wäre, ohne ihr Vorwissen in den Keller hineinzugehen. Mal kurz eine Erklärung über die Fässer, dass man sich eine Vorstellung von der Menge ungefähr machen kann. Ein Fass ist normalerweise ein Bordeaux-Weinfass. Das fasst 225 Liter. Und wenn wir dann mal eben ausrechnen wollen, 225 mal 36 Fässer, kommen wir auf 8100 Liter, also knapp 8100 Kilo, 8 Tonnen Schießpulver, Sprengstoff, das man dort unten lagern konnte, in 36 Fässern von 225 Litern Inhalt. So gewaltig war die Menge zu der Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Über 8 Tonnen plus die Fässer haben sie da reingeschleppt. Überdem beugten sie vor dem Eingang in ihrer Mine eine ganze Mauer von leichtem Reissach auf, um auch diesen dem Auge der Uneingeweihten zu verbergen. Und es geschah somit mit einem Worte alles, damit das furchtbare Geheimnis wohl verwahrt bleibe. Inzwischen war die Eröffnung des Parlaments nach mehrmaliger Verschiebung definitiv auf den 5. November 1605, einen Dienstag, festgesetzt worden. Und die Verschworenen trafen also im Oktober ihre letzten Vorbereitungen. Darunter gehörte unter anderem die Absendung des Sir Edmund Bainham durch den Provinzial Garnett an den Ordensgeneral Aquaviva in Rom, sowie die Beauftragung der beiden Patres Stanley und Owen, sich sofort nach Madrid zu begeben und den König Philipp II. Zu bewegen, dass er alsbald nach dem erfolgten Schlag in London zur Unterstützung der katholischen Sache in England ein spanisches Heer nach England herübersende. Überdem sandte Gatsby den Ritter Eberhard Digby nach der Grafschaft Warwick ab, um sich in der ersten Verwirrung der achtjährigen Prinzessin Elizabeth, die sich dort bei dem Lord Harrington auf Besuch befand, zu bemächtigen, denn es sollte kein einziges Glied der Familie Jakobs I. verschont bleiben. So war, wie es schien, für alles aufs Beste gesorgt, und die Urheber des Komplotts freuten sich schon zum Voraus des Gelingens ihres Vorhabens.
Da erhielt am Abend des 28. Oktober 1605 eines der Parlamentsmitglieder, Lord Montagu, einen unterschriftslosen und mit verstellter Hand geschriebenen Brief, den ein Unbekannter, ohne auf Antwort zu warten, seinem Kammerdiener übergeben hatte. Und dieser Brief lautete also: Die Freundschaft, welche ich gegen Sie und einige Ihrer Freunde hege, verpflichtet mich, über Ihre Erhaltung zu wachen. Wenn Ihnen das Leben teuer ist, so richten Sie es so ein, dass Sie eine Entschuldigung finden, die Sie verhindert, in dem nächsten Parlament zu erscheinen. Denn Gott und die Menschen haben beschlossen, dass die Gottlosigkeit dieses Jahrhunderts bestraft werde. Verachten Sie den Rat nicht, den ich Ihnen erteile, sondern reisen Sie so bald als möglich auf Ihre Güter ab. Ein entsetzlicher Schlag wird das Parlament treffen, und man wird die Hand nicht sehen, von der er kommt. Die Jesuiten nennt man auch die unsichtbare Hand. Ja, die Gefahr wird in so kurzer Zeit vorüber sein, als Sie brauchen, diesen Brief zu verbrennen. Ich hoffe, dass Sie durch die Gnade Gottes, den ich Sie in seinem Schutz zu nehmen bitte, einen guten Gebrauch von dem machen werden, was ich Ihnen hiermit eröffne. Lord Monteagle wusste nicht, was er aus dem Briefe machen sollte. Aber da er als Katholik, der er war, befürchtete, möglicherweise später in Ungelegenheiten zu kommen, wenn er das Schreiben verheimliche, so eilte er damit zum Staatssekretär Cecil, Grafen von Salisbury. Auch dieser konnte aus dem Inhalt nicht klug werden und meinte lächelnd, es sei wohl ein schlechter Spaß, um dem Lord Monteagle Angst einzujagen. Doch hielt er es für seine Pflicht, den Brief auch dem Könige zu zeigen, um dessen Befehle darüber einzuholen, und auf diesen machte das Schreiben eine ganz andere Wirkung. Jakob I. gehörte nämlich durchaus nicht unter die Mutigen dieser Erde, und somit erschrak er nicht wenig über die Drohworte, welche der unbekannte Warner gebrauchte. »Ein furchtbarer Schlag«, sagte er zu sich selbst, »der fallen wird, ohne dass man weiß, woher er kommt. Eine Gefahr, die ebenso schnell vorübergeht, als man Zeit braucht, den Brief zu verbrennen. Bei Gott, damit kann der Schreiber nur die Wirkung einer Pulverexplosion. Damit kann der Schreiber nur die Wirkung einer Pulverexplosion haben bezeichnen wollen. Er äußerte seinen Verdacht gegenüber dem Staatsminister, und somit wurde der Lord Kämmerer, Graf von Suffolk, beauftragt, alle Gewölbe unter dem Palaste von Westminster, insbesondere die unter dem Sitzungssaal des Parlaments, über dem aber auch die sämtlichen Keller der nächsten Nachbarschaft genau zu untersuchen. Es sollte aber, um die Urheber einer Verschwörung, wenn eine bestünde, nicht vorzeitig zu warnen, sowie um das englische Volk nicht unnötig zu erschrecken, falls an der ganzen Sache nichts wäre, diese Untersuchung erst in der Nacht vor der auf den 5. November anberaumten Sitzung des Parlaments stattfinden. So geschah auch wirklich. Und in der Nacht vom 4. auf den 5. November stieg der Graf von Suffolk in Begleitung einer Abteilung der Garde und geführt von Wynyard, dem Hausverwalter des Palastes, in die Gewölbe von Westminster hinab. Er fand jedoch bei dieser seiner Wanderung nichts etwas Besonderes Verdächtiges, nicht einmal in dem von Percy gemieteten Keller, denn das konnte doch nicht allzu sehr befremden, dass man da einen Burschen traf, der sich für einen Diener des Sir Percy, den Mieter des Kellers, mit Namen Johnson ausgab und der offenbar damit beschäftigt war, die Brennmaterialien, von denen, wie er sagte, ein guter Vorrat heute erst gekauft worden sei, in Ordnung zu bringen. In diesem Sinne also fiel der Bericht aus, den Suffolk sofort dem auf ihn harrenden und von seinen Ministern umgebenen Könige abstattete. Der Ministerrat jedoch fand es äußerst sonderbar, dass ein Privatmann wie Percy einen so außergewöhnlich großen Vorrat von Kohlen besitze, und nicht minder wunderte er sich darüber, dass der Diener des Percy noch in so später Stunde der Nacht in dem Keller herumhantierte. Deswegen ließ man sofort eilends einen klügeren Mann als den Lord Kämmerer, nämlich den Friedensrichter Thomas Knevett, holen und befahl ihm,
nicht nur den Parlamentskeller genauestens zu untersuchen, sondern auch das Haus, welches Percy in der Nachbarschaft von Westminster gemietet hatte, seiner näheren Aufmerksamkeit zu würdigen. Sir Thomas Knevett versah sich sofort mit gehöriger Bedeckung und eine Stunde nach Mitternacht stand er, ebenfalls vom Castellan Wynyard geführt, in dem großen persischen Kohlenkeller. Wen traf er aber allda? Wiederum keinen anderen als jenen Mann, der sich für einen Diener des Percy namens Johnson ausgab und mit einer Blendlaterne unter der Türe des Holz- und Kohlengewölbes stand. Sir Thomas befahl einem Constabler, also das ist ein Polizeiagent, sich des Mannes zu bemächtigen, und dies geschah sofort, trotz seines verzweifelten Widerstandes. Man fand bei ihm ein Stück Zunder, 3 Zündlunden, einen Rosenkranz, einen Dolch und eine Pistole. Überdem zeigte es sich, dass er gestiefelt und gespornt war, wie ein Mann, der im Begriffe ist, eine Reise zu Pferd anzutreten. Dies musste natürlich im höchsten Grade auffallen, und Sir Thomas, einsehend, dass hier ein falsches Spiel gespielt werde, gab sofort den weiteren Befehl, die sämtlichen Brennmaterialien um und um zu wenden. Man tat's. Und siehe da! Jetzt enthüllte sich der angebliche Kohlenkeller in seiner wahren Gestalt. Denn zum entsetzlichen Schrecken der Anwesenden stieß man sofort auf die 36 Pulverfässer, mit denen wenige Stunden später der Westminster-Palast in die Luft gesprengt werden sollte. Das Übrige ist bald erzählt. Der angebliche Johnson wurde noch in der Nacht, es war jetzt morgens 4 Uhr, in das königliche Palais geführt, wo sofort unter dem Vorsitz Jakobs des Ersten ein Ministerrat zusammentrat und mit den Verhafteten ein strenges Verhör anstellte. Er bekannte sich zum Namen Guy Fawkes, sowie dazu, dass es seine Absicht gewesen sei, den Westminster-Palast zur Stunde der Eröffnung des Parlaments in die Luft zu sprengen. Reue zeigte er keine, sondern er war vielmehr wütend darüber, dass ihm sein Plan nicht gelungen sei. Auch verweigerte er hartnäckig die Nennung seiner Mitverschworenen, indem er alles für sich getan haben wollte. 2 Tage später jedoch, als er glaubte, dieselben hätten nun Zeit genug gehabt, sich durch Flucht zu retten, entriss ihm die Folter, auf die man ihn spannte, ein vollständiges Bekenntnis, und man konnte also die sämtlichen Verschworenen fahnden. Diese hatten, von einem Boten des Pater Tesmond, der die Verhaftung des Guy Fawkes erfuhr, gewarnt, alsbald die Flucht nach der Grafschaft Warwick ergriffen, wo sich Digby zur Ergreifung der Prinzessin Elizabeth bereithielt und einen kleinen Anhang um sich sammelte. Weil aber sofort der Sheriff der Grafschaft, Richard Walsh, an der Spitze von mehreren tausend Soldaten gegen sie marschierte, so retteten sie sich mit ihren wenigen Freunden, die hier zu ihnen stießen, nach dem festen Schlosse Holbeach in der Grafschaft Stafford, dessen Besitzer Stephen Littleton als ein guter Katholik sich nicht weigerte, sie aufzunehmen. Hier wollten sie sich bis auf den letzten Mann wehren, denn besser bräuchte es ihnen nicht, mit den Waffen in der Hand zu sterben, als elendiglich auf dem Schafotte zu endigen. Durch einen Zufall jedoch fing ihr Pulvervorrat, den sie, weil er nass geworden war, zum Trocknen auf den Ofen gelegt hatten, Feuer und verbrannte viele von ihnen. Ihrer waren zusammen etliche und 80 dergestalt, dass sie sich gar nicht mehr zur Wehre setzen konnten. So gelang es den königlichen Truppen mit Leichtigkeit in das Schloss einzudringen, und sogleich im ersten Handgemenge wurde Robert Keyes, Christoph Wright und ein weiteres Dutzend niedergemacht, während Grant, Digby, Wilcott und Bates mit 10 Genossen sich gefangen geben mussten. Dem Robert Winter, nebst Francis Tresham, Stephen Littleton und einigen anderen, gelang es zu entkommen, doch nur, um wenige Tage später ebenfalls eingefangen zu werden. Robert Gatsby aber, gefolgt von Thomas Percy und Thomas Winter, verschanzte sich in einem kleinen Turme, und alle 3 schwuren, eher zu sterben, als sich zu übergeben. Bei 2 ging der Schwur in Erfüllung. Denn Gatsby und Percy wurden nach langer tapferer Gegenwehr durch Musketenschüsse getötet. Thomas Winter aber geriet noch lebend, obwohl schwer verwundet, in die Gewalt seiner Feinde.
Sämtliche Gefangene brachte man sofort in den Tower nach London, in welchem auch Guy Fawkes saß. Man verhörte sie einen nach dem anderen und sie gestanden sämtlich ihr Verbrechen ein, ohne dass man erst nötig gehabt hätte, sie mit der Folter zu quälen. Das Verbrechen des Hochverrats war also erwiesen und der Urteilsspruch konnte somit nicht anders lauten als auf Tod durch Henkershand. Auch wurde dieses Urteil bei allen denen, welche ich oben genannt habe, auf dem freien Platze vor dem Westminster-Palaste am 30. Januar 1606 vollzogen. Und nur die leichter gravierten, welche erst in der Grafschaft Warwick zu den Hauptverschworenen gestoßen waren, kamen mit Gefängnisstrafe und nachheriger ewiger Verbannung aus Großbritannien weg. Doch konnte es der Gerechtigkeit an diesen Opfern nicht genügen, solange die intellektuellen Urheber frei herumliefen. Und dass diese in den Jesuiten zu suchen seien, darüber hegte die englische Regierung nicht den geringsten Zweifel. Es ging dies ja schon aus gewissen aufgefangenen Briefen zur Genüge hervor. Und wenn auch die gefangenen Verschworenen gegen die von ihnen so überaus hochgeschätzten Patres in der Regel nicht viel Gravierendes aussagten, so lagen doch wenigstens einzelne Bekenntnisse vor, durch welche die Teilhaberschaft der Patres Garnett, Gerard, Tesmond und Diddledorn an der Verschwörung aufs Evidenteste bewiesen wurde. Demgemäß machte die Regierung am 15. Januar 1606 durch ein eigenes Edikt, welches man allüberall im Reiche an die Kirchtüren anschlug, bekannt, dass kein Mensch bei schwerer Pön, also Strafe, sich unterstehen dürfe, die genannten vier Jesuiten zu beherbergen oder ihnen Unterschlupf nennen wir heute, zu geben, sondern dass dieselben vielmehr, wo man sie treffe, gefangen zu nehmen und sofort gegen gute Belohnung in die Hände der Justiz einzuliefern seien. Offenbar lag also dem Könige und seinen Räten sehr viel daran, der genannten Loyoliten habhaft zu werden. Und wäre es auch nur, um der Welt zu zeigen, welche ruchlose Zwecke der Orden Jesu verfolge und mit welch noch ruchloseren Mitteln er dieselben ins Werk zu setzen suche. Allein deswegen gelang es doch den Patribus Gerard und Tesmond auf das Festland von Frankreich hinüber zu entkommen und die beiden anderen, Garnett und Oldecorn, wären beinahe ebenfalls gerettet worden. Diese hatten sich nämlich mit ihren Bediensten nach Kenle in das Schloss eines guten Katholiken namens Abington geflüchtet und hielten sich da längere Zeit in einem Schornsteine so gut verborgen, dass man ihren Schlupfwinkel nicht entdeckte, trotzdem man wusste, dass sie im Schloss seien. Endlich aber, wie man alle Domestiken Abingtons durchaus entfernte und diesen selbst Tag und Nacht strengstens bewachte, nötigte der Hunger die drei Eingesperrten, ihr enges Loch zu verlassen. Und man brachte sie sofort in den Tower nach London, wo sie Anfangs Februar ankamen. Der Jubel über ihre Beifahrung war groß, doch wurde er dadurch in etwas getrübt, dass der Bediente Garnett sich sofort gleich in der ersten Nacht mit einem kleinen Messer, das er zu verbergen gewusst hatte, den Unterleib aufriss, damit er vorher stürbe, ehe er auf die Folter gebracht, durch die Schmerzen zu Geständnissen gezwungen würde, und dass er auch in der Tat diesen Zweck erreichte. Noch widerwärtiger berührte es die Untersuchungsrichter, dass sowohl Garnett als Oldecorn jede Teilhaberschaft an der Verschwörung, ja sogar jedes Wissen von derselben, hartnäckig leugneten und längere Zeit durch keinerlei Vorhalte von diesem Lügenhaften abzubringen waren. Endlich nahm man zur List seine Zuflucht. Das heißt, einer der Gefangenenwärter musste sich stellen, als wäre er ein eifriger, obwohl heimlicher Katholik. Und derselbe spielte auch seine Rolle so gut, dass Garnett ihm bald vollkommenes Zutrauen schenkte. Die Folge hiervon war, dass er ihm Briefe zur Besorgung übergab, und zwar Briefe sowohl an seinen Mitgefangenen Oldecorn als auch an einige in London wohnende vornehmende Katholiken.
Aus diesen Briefen aber erhält er nur allzu deutlich, dass alles das vollkommen wahr sei, was die beiden Patres bis jetzt mit so furchtbarem Eigensinn geleugnet hatten. Und so wurden sie denn, nachdem sie endlich ein Geständnis abgelegt, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Auch vollzog man dieses Urteil am 3. Mai 1606 mit all der Barbarei, welche früher noch an das Henken geknüpft war. Und die beiden Missetäter starben also den Tod, den sie verdient hatten, zumindest zwei- oder dreimal. Ein solches Ende nahm es mit jenem jesuitisch-papistischen Attentat, welches unter dem Namen Pulververschwörung eine so große Berühmtheit erlangt hatte. Und man kann sich nun wohl denken, woher es kam, dass die englische Nation von jetzt an einen so ungeheuren Hass, einen solch unvertilgbaren Abscheu gegen alles, was jesuitisch hieß, hegte. In diesem Hasse ging übrigens König Jakob I. allen seinen Untertanen mit gutem Beispiel voran. Und so wie es später ein Mitglied des Ordens Jesu wagte, die Grenzen seines Reiches, wenn auch vielleicht mit ganz friedfertigen Gesinnungen, zu berühren oder gar zu überschreiten, so ließ er dasselbe, wenn man sich seiner bemächtigen konnte, ganz sicher hinrichten. Da kam denn doch einiger Schrecken über die Sozietät, und sie hütete sich fernerhin, des Königs Gebot zu übertreten. Dagegen rächte sie sich dadurch, dass sie den König Jakob aufs Schimpflichste verlästerte und umgekehrt den Verschwörer Garnett als einen Märtyrer und Glaubenshelden unmittelbar in den Himmel versetzte. Er wurde selig erklärt. Nach Jakobs des ersten Tod glaubten übrigens die Söhne Loyolas, ihr Haupt wieder früher erheben zu dürfen, denn sein Nachfolger Karl I., Charles, hatte eine katholische Prinzessin aus dem französischen Königsgeschlecht zur Gattin und tat dieser seiner Gattin alles zuliebe, was er ihr nur an den Augen absah. Sie aber, die Königin, war von streng religiösem Sinn, und ihr Gewissensrat, also ihr Beichtvater, begünstigte den Orden Jesu ganz ungemein. Was Wunder also, wenn die Jesuiten jetzt ihre Taktik änderten und nicht mehr mit Blut und Eifer oder mit Blut und Eisen, sondern mit eingeschmeichelten Worten ihr Ziel zu erreichen suchten. Ah, sie hatten ja Grund zu hoffen, dass sie mit der Zeit den König ganz auf ihre Seite bekommen und durch seine Begünstigung einen glorreichen Einzug in England halten konnten. Sie hatten Grund, dies zu hoffen, denn König Karl gab bei seiner Verehelichung das förmliche Versprechen, nach seiner Thronbesteigung die katholische Religion zur Herrschenden in England zu machen und begann auch in der Tat seine Regierung damit, dass er die wichtigsten Staatsämter mit lauter Katholiken besetzte. Dennoch kam es nie zur Verwirklichung der jesuitischen Hoffnungen, sondern umgekehrt büßte König Karl die Fehler seiner Regierungsweise auf den Schafott, und mit seiner Hinrichtung verlor der Katholizismus auf lange Zeit allen Grund und Boden auf der britischen Insel. Anders schien es unter Charles II. Ja, wir haben heute Charles III., ne? Der Thronnachfolger Königin Elisabeth II., erinnert euch. Die Charles sind alle katholisch. Ne? Anders schien es unter Karl II., welcher bekanntlich nach Cromwells Tode den Thron seiner Väter wiedererlangte, werden zu wollen. Denn einmal war dieser Monarch fast ganz in den Händen seiner Mätressen, und da ihn diesen mit Pater Lachaise, der berühmten Beichtvater Ludwigs XIV., fournierte, so lässt sich denken, dass dieselben die Vorteile des Ordens Jesu nicht aus dem Auge ließen. Zum Zweiten brachte die Königin, welche sich als eine portugiesische Prinzessin natürlich zum rigorosesten Katholizismus bekannte, einen Jesuiten namens Anton Fernandes als Beichtvater mit nach London, und dieser Gewissensrat beherrschte sie so vollkommen, dass sie alle seine Wünsche zu den ihrigen machte. Zum Dritten endlich trat der Bruder des Königs und sein wahrscheinlicher Nachfolger, der König hatte nämlich keine legitimen Kinder, der Herzog von York, wieder den ganzen Staatsrat beherrschte, schon sehr früh heimlich zur alleinselig machenden Religion über, also römisch-katholisch, und machte diesen seinen folgeschweren Schritt auf das Andringen seines Beichtvaters, des Jesuitenpaters Simmons, später sogar öffentlich, um ja den Engländern keinen Zweifel mehr über seine eigentliche Denkungsweise zu lassen.
So lebte also König Karl II. In seiner fast durchaus katholischen, und das ist in einer vom reinsten Jesuitismus inspirierten Umgebung, und man konnte es also den Söhnen Loyolas nicht verübeln, wenn sie meinten, der König müsse wohl oder übel sich ebenfalls öffentlich zum Katholizismus wenden und infolgedessen nicht bloß die strengen Gesetze, welche immer noch gegen den Orden Jesu bestanden, aufheben, sondern den letzteren geradezu in England einführen. Doch geschah von alledem nichts. Denn Karl II. Hatte das traurige Schicksal seines Vaters noch allzu lebhaft im Gedächtnis, als dass er sich einem Ähnlichen hätte aussetzen mögen. Und somit wurde er weder öffentlich ein Abtrünniger der bischöflichen Kirche, noch änderte er etwas an den Gesetzen gegen die Jesuiten, so dass diese also nur geduldet, keineswegs aber in berechtigter Weise am Hofe existierten. Wie urplötzlich aber schlug der Wind um, als endlich anno 1685 Karl II. Starb und der Herzog von York unter dem Titel Jakobs II. Den englischen Thron bestieg. Ha! Jetzt hatten die Söhne Loyolas Grund zum Jubeln und Juchreien, denn der neue König ließ sich ja von seinem Beichtvater, dem Pater Peters, dem Nachfolger des Pater Simmons, gänzlich beherrschen, und die ganze Staatsmaschine bewegte sich von jetzt an nach den Grundsätzen und Befehlen der Sozietät Jesu. Nur schade, dass das englische Volk nicht die Lethargie einer lange Zeit vom Despotismus unterdrückten Nation besaß. Schade nur, dass die Protestanten sich selbst vor einer Empörung nicht fürchteten, wenn es sich um die Freiheit ihres Gewissens und ihrer Religion handelte. Schade, dass nach 3 Jahren schon dem neuen Könige keine anderen Anhänger mehr blieben, als die paar Jesuiten und Jesuitenfreunde, in deren Arme er sich geworfen, und dass er bei der Landung eines protestantischen Schwiegersohns des Prinzen Wilhelm III. Von Oranien in England über Hals und Kopf nach Frankreich flüchten musste. Die Begünstigung des Jesuitismus kostete ihn den Thron und alle Bemühungen von seiner und seiner Nachkommenseite, diesen je wieder zu erlangen, schlugen fehl. Mit ihm aber mussten auch die Söhne Loyolas aus Großbritannien entweichen, und ihrer Wiederkehr ward durch die strengsten Gesetze ein ewiger Riegel vorgesetzt. Hier endet dieses wunderbare Kapitel über die Pulververschwörung mit der Erwähnung des Prince of Orange, Wilhelm III. Von Oranien, ein Niederländer, der die englische Thronfolgerin geheiratet hatte, die selber kein Interesse, Mary hieß sie, glaube ich, die selber kein Interesse am Thron hatte und ihren Mann hat regieren lassen. Und das passierte in der Zeit Ende des 17. Jahrhunderts, als Philipp von Limborch das Buch geschrieben hat über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter, das ich auch auf diesem Kanal in Englisch lese. Das Buch wurde 92 oder 95 geschrieben und 1731 dann ins Englische übersetzt. Und das war genau zu der Regierungszeit von diesem König von Oranien, wo der niederländische König dann im Grunde der König von England war. Und der war noch protestantisch. Und das, was der Autor hier erzählt über die Flucht der Jesuiten, ja, das hat dann leider sein Ende gefunden, weil sie im Untergrund immer weiter gearbeitet haben mit dem Emanzipationsakt und der Oxford-Bewegung, die wir ja vorhin schon erwähnt hatten. Und jetzt habe ich eine wunderbare, lange Lesung gehalten und bin von meinen beiden Brüdern überhaupt nicht unterbrochen worden, weil ich kann euch versichern, die beiden haben einen Wortstau. Wenn die jetzt den Mund aufmachen, dann werden da noch einige schöne Kommentare draus kommen. Und deswegen möchte ich Michael bitten, hier zum Schluss des heutigen Videos den Anfang zu machen. Ich möchte zum erstmal bemerken, dass die Lesung sehr, sehr spannend war und zum Zweiten, dass ich mich total freue, dass sich deine Stimme wieder erholt hat. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Denn das war ja wirklich schon eine ganze Menge, was da jetzt an Stoff deinen Kehlkopf verlassen hat. Ich hatte ja schon in der letzten Lesung angemerkt, dass die Lesung ja schon länger hätte dauern können, weil ich mir schon so einige Sachen durch den Kopf gegangen sind und mir einige Notizen gemacht habe. Und zwar bin ich darauf gekommen,
weil ich diese Connection, diese Verbindung noch nirgendwo bis jetzt gelesen habe. Wahrscheinlich gibt es die, aber ich würde die gerne mal mit den Hörern und mit euch teilen. Und zwar, jetzt habe ich mein Blatt verschlammt, geht sich halt einfach, genau, da ist es. So, geht sich ganz einfach um die Geschichte, dass eigentlich meiner Meinung nach England so das denkbar ungünstigste Land ist, um den Protestantismus komplett einzuführen und den Katholizismus zurückzudrängen oder komplett auszutilgen. Aus dem Grunde, weil ich einfach der Meinung bin, dass ja die Jesuiten als Regimini Militantis Ecclesia 1540 gegründet eine Frontorganisation der katholischen Kirche ist. Das heißt, sie sind ja im Eigentlichen sind sie ja fundamentalistische Katholiken, wenn wir es mal so salopp formulieren wollen. Sie sind eigentlich ja noch viel schlimmer, aber das ist uns ja mit den ganzen Lesungen von allen möglichen Büchern wie Rulers of Evil und so weiter ja schon bekannt. Aber mein Punkt zielt einfach darauf, dass die Jesuiten immer Rückendeckung von der römisch-katholischen Kirche bekommen. Und zwar nicht nur finanziell oder spirituell, sondern grundsätzlich mit allem. Und deswegen bin ich der Meinung, oder ich hege den begründeten Verdacht, dass dieser Gunpowder-Plot gegen das britische Parlament in London 1605 in engster Unterstützung lief mit der City of London. Denn die City of London ist ein eigener Staat im Staat London. In der Stadt London, in der sogenannten vierte Meile, in der sogenannten Square Mile. Und diese City of London hat schon im Jahre 886 das Recht zur Selbstverwaltung bekommen und ist im Jahre 1191 als City of London Corporation von den damaligen Tempelrittern gegründet worden. Und auch nach dem Verbot der Tempelritter im Jahre 1312 durch eine päpstliche Bulle auf dem Konzil von Vienna hat die City of London Corporation dennoch weiter existiert. Das heißt, die City of London Corporation, die von den katholischen Kreuzrittern sozusagen gegründet worden ist, also sprich die Corporation, ja, also die Firma selber, die laut Google die größte Steueroase der Welt im Übrigen ist, mit nur gerade, glaube ich, 3000 Einwohnern oder so, die hat letzten Endes die ganzen Jahrhunderte überdauert. Und die haben die ganze Finanzmacht, und mittlerweile ist London der Finanzumschlagplatz der ganzen Welt, die haben die ganzen Jahrhunderte überdauert und auch eben das Verbot der Tempelritter im Jahre 1312 überdauert. Und diese waren nach wie vor, auch zu dem Zeitpunkt von Maria Stuart, auch von dem Zeitpunkt von König Jakobus und so weiter, immer aktiv und sind es heute auch noch. Und da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, aber ich wollte einfach nur mal den Punkt hier validieren, dass meiner Meinung nach da der Grund ist, dass eine ganze Menge Jesuiten darüber in London ein- und ausgehen können und da letzten Endes gar nicht haftbar gemacht werden können oder dingfest gemacht werden können, weil die City of London Corporation und die City of London Square Mile ein eigener Staat im Staat sind und deswegen eigentlich so die absolut beste Verkleidung haben, indem sie sagen, wieso, wir sind zwar hier in England, wir sind zwar hier in London, wir arbeiten hier aber nur, aber uns kann niemand etwas, weil wir sind an die britischen Gesetze nicht gebunden, solange wir in dieser Square Mile sind. Und daher glaube ich, dass da nicht ein unbeträchtlicher Teil von Support, von Unterstützung aus dieser Ecke gekommen ist, sowohl finanziell als auch ideell und überhaupt. Und ich mache das deswegen, damit mache ich eigentlich die City of London Corporation als meinen Hauptverdächtigen aus, dass die Dinge so laufen, wie sie gelaufen sind und die Dinge im Augenblick auch so sind, wie sie sind. Das wäre mein durch. Da kann man gar nichts gegen sagen, was du sagst. Natürlich haben sie von dort Unterstützung erfahren, weil wir natürlich wissen, als Studenten des Jesuitenordens inzwischen, dass wir mehr über die Jesuiten wissen als viele Jesuiten selber, dass die Jesuiten nichts weiteres sind als die wiederbelebten Tempelritter. Und dass die City of London, diese Quadratmeile, wie du das eben richtig sagst, Templergrund war und Templergrund ist, damals war und heute immer noch ist und auch damals existiert hat.
Nur es ist natürlich so, dass es ein Staat im Staate, genauso wie der Vatikan ein Staat innerhalb London, innerhalb Roms ist, oder wie Washington DC inzwischen ein Staat innerhalb von District of Columbia ist. Also District of Columbia im Grunde ein eigener Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, der auch untouchable, also unerreichbar ist für die Leute dort. Ganz sicher kommt von daher Unterstützung, ganz sicher sind von daher Leute rein und raus geflossen. Das will ich gar nicht unter den Scheffel stellen. Das wird ganz sicher so sein. Aber das lese ich nirgendwo in diesen Büchern, ne? Na, das ist im Grunde auch nicht so wichtig, weil wenn über die Jesuiten gesprochen wird und man weiß, wo die Jesuiten herkommen, dann kann jeder, der zwei funktionierende Gehirnzellen hat, genau den Schluss ziehen, den du richtig geschlossen hast. Nämlich, dass natürlich die City of London da ihre Finger im Spiel hat. Nur der City of London sind natürlich auch die Hände gebunden in der Hinsicht, dass derjenige, der den Thron regiert, so lange regiert, bis dieser vom Thron gestürzt werden kann. Und genau das ist der City of London, selbst in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Jesuiten, durch die Jahrhunderte, nämlich jetzt mal angenommen ab der Zeit von König Henrich VIII., also Mitte der 1530er Jahre bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, wie wir gerade eben in der Geschichte gelesen haben, nicht gelungen. Und selbst dann weiter nicht gelungen, bis erst Mitte des 19. Jahrhunderts die Jesuiten wieder die Überhand gewonnen haben, durch den Emanzipationsakt und durch die Oxford-Bewegung. Und es dadurch geschafft haben, sich endlich von diesem Joch zu befreien. Und seitdem regiert im Grunde die City of London wohl, naja, nicht offiziell, aber mit eiserner Hand. England, da gehe ich mal von aus. Ja, und dann würde ich doch den Viktors Meinung mal eben hören wollen. Ja, ich auch. War aber eine gute Bemerkung von dir. Dankeschön dafür. Ja, Viktor, bitteschön. Ja, danke. Fand ich auch auf jeden Fall eine sehr interessante und aufschlussreiche Lesung. Also ich saß auch gespitzt mit meinen Ohren und auch die Art und Weise, wie der Autor das auch so das Werk auch ja, geschrieben hat, ist an sich echt wirklich fantastisch. Auch wenn man jetzt dieser Frakturschrift vielleicht das im ersten Augenblick auch da seine Schwierigkeiten hat, aber ich finde, das macht unheimlich Laune, ist eine ganz tolle Geschichte, da mitzulesen und auch an dieser Lesung mit partizipieren zu können. Ich habe mir noch Punkte aufgeschrieben, das war auch eine Sache, die hat es du auch einmal in ganz kurz erwähnt in der Einleitung des letzten Videos, der letzten Lesung, und zwar, dass jetzt um die, dass du so die nochmal hervorgehoben hattest, jetzt unsere Brüder in Christus, die so fleißig Übersetzungsarbeiten geleistet haben. Und ich wollte jetzt nur mal einmal auch den Punkt nochmal ansprechen, um auch vielleicht deinen Zuschauern nochmal da das so ein bisschen unter die Nase zu reiben, beziehungsweise ob dann auch mal irgendwann das auffällt, dass aus Liebe zur Wahrheit auch dann in den Menschen der Heilige Geist wirkt und man ja wirklich tolle Sachen vollbringen kann, so zum Beispiel Übersetzungsarbeiten und dergleichen. Und wie wir auch jetzt sehen, innerhalb jetzt auch jetzt in Bezug auf die Lesung, auf das Kapitel, dass ja damals auch schon, ne, mit der spanischen Armada, man versuchte schon über den Ärmelkanal zu kommen und England ja quasi einzunehmen. Oder auch dann in dem Augenblick, wo wir jetzt über jetzt den Gunpowder Plot, also diese Schießpulververschwörung sprechen, dass wir da auch sehen offenbar, dass auch so viel ja Menschen zusammengewirkt haben aus Liebe zur Wahrheit, dass ja solche Dinge halt, solche schrecklichen Dinge, die der Teufel versucht, ja seine arglistigen oder ja seine Kunstgriffe ja an den Menschen zu vollführen. Und wie auch dann natürlich auch die Entstehung der King James Bibel. Ich denke, du hast den Punkt kurz angesprochen, dass das natürlich ganz wichtig war, dass die Menschen damals in England das Wort Gottes, die Heilige Schrift, in den Händen hielten. Und ich meine, du weißt selber, Jörg, oder auch Michael, dass wir auch jetzt heute in Deutschland selbst noch so viel von dieser King James Bibel partizipieren und wenn wir darin studieren, halt auch, sage ich mal, teilweise ein besseres Verständnis haben, als wenn wir in der Schlachter 2000er Bibel lesen. Und ja, das war nochmal so eine Sache, die ich wollte nochmal hervorheben, also dass
die Leute hoffentlich begreifen und sehen, je mehr Menschen auch zusammenwirken, aus Liebe zur Wahrheit, dass dann auch der Heilige Geist einkehrt und ja, der Teufel bzw. die Steigbügelhalter des Teufels dann halt auch keine Chance haben. Ja, weil, wie ja auch schon in der Bibel beschrieben, ne, Genesis, erstes Buch, Kapitel 3, Vers 15, wo schon unser himmlischer Vater andeutet, dass letztendlich der Teufel ihm nichts anhaben kann und natürlich auch seinen Kindern auch nicht. Und ja, noch eine Sache ganz zum Abschluss. Ich meine, das weiß natürlich auch jeder Witz mittlerweile, hat das ja auch in dem Video, was nebenbei lief, gesehen. Da gibt es ja diese Guy Fawkes-Maske und da gibt es ja auch solche, ja, Vereinigungen oder Gruppen, die sich da zusammentun und auch unter dieser Guy Fawkes-Maske das ja sozusagen als ein Banner benutzen. Anonymous meinst du, ne? Ja, genau, Anonymous. Und ja, es ist ja nicht immer verrückt, ne, wie dann, dass sozusagen solche Symboliken benutzt werden für eigentlich einen teuflischen Akt, dieser Wein, dieser verdorbene Wein, also diese Lehre, die sozusagen unter das Volk gemischt wird, ist ja heute auch ähnlich, ne? Also viele Menschen tragen ja zum Beispiel so eine Halskette mit einem Kreuz dran, ist ja auch ein heidnisches Symbol. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel noch an die Zeit jetzt von vor 80 oder 90 Jahren zurückdenke, zum Beispiel in Italien und Deutschland, da war das ja damals so, dass überall diese Fahnen und Banner auch aufgehisst wurden und aufgehängt wurden, dass ja dieses Hakenkreuz oder dieses Ruten von Bündeln, oder dieses Bündel aus Ruten, meinte ich, Fascia, genau, dass das ja auch eigentlich heidnische Symboliken sind, die aber im Großen und Ganzen, ja, in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wurden. Das waren meine abschließenden Worte. Ich freue mich ganz, ganz doll aufs nächste Mal und ja, sag an der Stelle Tschüss. Ja, hab herzlichen Dank, Viktor. Hab auch herzlichen Dank, Michael, für eure abschließende Bemerkung zu diesem Video, das ein wenig länger geworden ist, als wir wohl geplant hätten. Aber ich denke, dieses Kapitel über die Schießpulververschwörung zu Ende zu bringen, ist wichtiger, als da sich an eine Stunde zu halten. Nur mal eben mein Rat nochmal an diejenigen, die Aufmerksamkeitsprobleme für diese Zeit haben. Setzt das Video dann auf Pause oder merkt euch die Minute, wo ihr gestoppt habt und schaut einen anderen Tag weiter. Aber wie Viktor auch gerade eben gesagt hat, ein ganz, ganz wichtiges und wunderbares Kapitel. Und ich wurde in meiner Lesung auch so mitgerissen, dass ich auch überhaupt gar keine Lust hatte, irgendwie aufzuhören. Es hat mich getrieben, diese Geschichte rauszubringen. Und ich hoffe, dass wir mit dem Verständnis dieser englischen Geschichte im Allgemeinen die Geschichte über die Jesuiten was besser verstanden haben, durch das, was uns der Autor hier jetzt mitgeteilt hat. Die Bemerkungen, die Michael machte über die Templerstadt City of London, also diese Kernstadt von London, diese Quadratmeile auf der einen Seite und dann die andere Bemerkung, die Viktor machte über die Zusammenarbeit von Menschen, wo sich dann eben auch der Heilige Geist darin gesellt, fand ich sehr, sehr wichtige Punkte, die hiermit angeführt wurden. Und ich möchte es dann auch ganz kurz noch damit beschließen, dass wir uns immer daran erinnern sollten, Gebrauch zu machen von den Werkzeugen, die Gott uns gibt. Und wenn eins deutlich geworden ist, vielleicht nicht durch die Lesung per se, aber durch meinen Kommentar darin, dass durch das Verhalten dieses König Jakobus wir die König-James-Bibel heute haben, ohne die wir wahrscheinlich auch in dieser Form die Schlachter 2000 in Deutsch, den wahren, bewahrten Text von Gott, nicht haben würden. Das zeigt, wie wichtig es ist, uns mit seinem Wort zu beschäftigen. Bücher wie das von Griesinger, so toll sie auch sein mögen, können uns nur helfen, das allgemeine geschichtliche Verständnis zu erweitern und die Bibel im Grunde nur immer und immer wieder bestätigt zu finden. Und dass wir sehen, dass Gott sich nicht nur seiner Heiligen bemächtigt, um seinen Willen hier auf dieser Erde getan zu bekommen, sondern dass er sich auch seiner Feinde bemächtigt. Und dass selbst die, oftmals ohne es zu wissen, eben auch
zur Erfüllung göttlicher Prophezeiungen beitragen. Und um das zu verstehen und um diese Prophezeiungen, Geschichte, die im Voraus geschrieben wurde, im Nachhinein heute 2018 zu erkennen, dafür müssen wir die Bibel lesen. Und deswegen ist es unabdingbar, täglich in unserer Bibel zu studieren, was ich euch hiermit auch wieder mal anraten möchte. Lest eure Bibel. Maranatha.